Das heißt, willkommen zurück in Horizont. Wir sind bei Fufu Lupa und er hat die nächste Story Quest für uns. Und die nehmen wir mal an. Du hast mich von deiner Zuverlässigkeit überzeugt. Ich möchte dich daher mit einer neuen Aufgabe betrauen. Vor einiger Zeit habe ich einen Brief nach verlorener Hoffnung gesandt, jedoch keine Antwort erhalten. Der Brief war an Kommandant Leo Frick adressiert, welcher gegenwärtig für den Schutz des Flüchtlingslagers zuständig ist. Er hat sich bei seiner letzten Mission verletzt und wurde daher auf einen ruhigeren Posten versetzt. Leo Frick ist ein äußerst zuverlässiger Mann, der für gewöhnlich nicht lange mit Antworten auf sich warten lässt. Ich halte es dafür wahrscheinlich, dass ihm die Sendung nie erreicht hat. Die Kurin Seseli, der ich den Brief anvertraut habe, wollte über den Kohlenstaubbahnhof nach verlorener Hoffnung reisen. Wenn du dem Alagaischen Sonnenweg folgst, der sich von Osten nach Westen durch Tanaland zieht, solltest du ihre Spur folgen können. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. Gut, dann machen wir das, ne? Überbringen wir mal den Brief. So, wo soll der hin? Wo soll der jetzt hin? Gucken wir doch mal. In Zentral ist der. Aha. Guck mal einer an. Okay. Sonst habe ich hier, glaube ich, alles gemacht. Hier gibt es noch ein bisschen Gebiet. Und hier gibt es noch Quests, die höher sind als meine Stufe. Die kann ich leider noch nicht annehmen, ne? Ja, dann laufen wir mal wieder eine Runde. Ich habe, glaube ich, hier auch alles fürs Bestiarium gemacht, was es so gibt. Ach nee, wir müssen da unten lang. Da ist ein Dungeon. Das gucke ich mir jetzt aber mal an. Ich will mal wissen, ob ich da einfach reinkomme. Was war das hier nochmal? Schlaf, stimmt. Und dem helfen wir mal kurz, oder? So, hier. Hier ist der Dungeon. Gucken wir mal. Hast du schon ein wenig umgesehen? In ERCR gibt es viele, die deine Hilfe als Abenteurer brauchen. Sei mutig, sprich sie an und hilf ihnen. Wenn du mal nicht weiterkommst oder etwas nicht verstehst, kannst du andere Spieler fragen. Am besten natürlich solche, die sich freiwillig als Mentoren betätigen. Da habe ich übrigens einen als Zuschauer. Und der hilft mir, seht ihr auch in den Kommentaren, der hilft mir jedes Mal. Das finde ich sehr, sehr nett. Sie helfen dir bestimmt. Naja, das will ich alles nicht. Lehrmeister, ist das okay? Die Kupferglockenmine wurde vor 300 Jahren während der Thorn-Dynastie angelegt und heute von der Amayana Bergbau AG betrieben. Die Amayana Bergbau AG Entschuldigung, hat die Mine vor ungefähr 20 Jahren vom Sultanat gekauft und kürzlich in Betrieb wieder aufgenommen. Aus reiner Neugier lassen wir niemanden die Mine, aber wenn du Arbeit suchst, dann kannst du dich gerne westlich von hier in Horizont melden. Ich will doch aber mal gucken, wie es hier... Das hier ist doch ein Dungeon, oder? Dungeon. Sieht man das hier unten irgendwie? Nee, ne? Okay, der ist Stufe 60, also wahrscheinlich muss ich hier noch ein bisschen warten. Gut, das wird irgendwann wahrscheinlich selbsterklärend sein. Da kriege ich bestimmt eine Quest. Ich weiß hier gar nicht, ob hier Spielinhalte... Raidsuche wahrscheinlich, ne, dann? Inhaltssuche. Zufallsinhalt Gildengeheiß. Den Rest kann ich leider noch nicht anklicken, ne? Okay. Gut. Wir gehen mal weiter. Und gehen der Hauptquest nach. Beziehungsweise der Story-Quest, nenne ich es jetzt mal, ne? Oh, der ist böse. Hat mich aber zum Glück nicht gesehen. Ganz leise hier vorbei. Oh, der Sprint ist schon wieder leer. Ist auch Riesenkack, dass man halt dauerhaft sprinten kann. Naja. Anscheinend kann man mit Stufe 20... 57. Ich will auch 57 sein. Hoppala. Alter. Ja. Super. Scheiße. Das war nicht so geplant. Ich muss ja da hoch, ne? Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch?
hinten sieht es nach Treppen aus. Ah. Da geht es, glaube ich, hoch, oder? Oh, das ist ja komplett anders. Komme ich da rein? Ja. Okay, dann gucken wir doch mal, ob man hier hochkommt. Denke schon, ne? Ich hoffe doch mal. Ansonsten muss ich ja irgendwie komplett an außen rumlaufen. Da ist ja gar keinen Bock drauf. Ich könnte mich auch einfach porten. Nee? Dann müsste hier irgendwo die Brücke sein. Da muss ich drüber und dann nach rechts, ne? Also nach links dann. Auf der Karte nach rechts. Eigentlich nach links. Wenn ich drüber laufe, nach links. Wenn ich auf die Karte gucke, nach Osten, nennen wir es einfach mal. Okay, mit denen kann ich gar nicht sprechen. Die sind einfach Inventar der Umgebung. Hier muss ich hin. Alter, da hätte es mich fast zerfetzt beim Runterfallen. Krass. So. War ja aber gleich hier am Anfang vom zentralen Tanalan. Also ist ja nicht so weit jetzt. War ja gleich hier irgendwo, ne? Hier. Auf verlorenen Posten. Da sollen wir nachgucken. Ja. Cecily. Ein Abenteurer? Was kannst du von mir wollen? Ob ich einen Brief von Fufu Lupo bei mir trage, fragst du? Ja, der ist hier in meiner Tasche. Ich hätte ihn längst zugestellt, wenn mein Chocobo nicht sich unterwegs nicht einen Fuß verletzt hätte. Nun sind wir dazu verdammt, hier zu rasten, bis die Wunde verheilt ist. Da Fufu Lupa dich geschickt hat, ist die Sache vermutlich dringend. Ich kann meinen Chocobo nicht im Stich lassen, wäre jedoch bereit, dir den anvertrauten Brief ausnahmsweise dir zu überantworten. Er ist an einen Leofrick im Flüchtlingslager Verlorene Hoffnung adressiert. Hier bitte. Ja, dann geben wir den nochmal ab. Gut, das ist jetzt storytechnisch auch nicht so toll. Ne? Man lernt halt so ein bisschen die Fraktionen kennen. Und wer gut ist, wer böse ist. Was sie alle so vorhaben hier in dieser Welt. Ja, und muss halt so ein paar diverse Aufgaben erfüllen, wie es in jedem anderen MMO auch ist. Das ist einfach nicht super toll, aber es ist halt Final Fantasy Universum. Und das macht es halt schon wieder spannend. Sprint muss ich mir endlich mal auf eine Taste legen. Ich glaube, das wird so ein Running Gag. So, wo ist er denn? Ganz da oben. Oh, ist ja endlos hier. Ich will einen Chocobo. So, hier sind wir doch. Da ist er. Leofrick. Hm, du bist nicht von hier, oder? Es liegt zu viel Zuversicht in deinem Blick, als dass du zu diesen elenden Haufen von gescheiterten Existenzen gehören könntest. Zack. Ein Brief hast du für mich? Von Fufu Lupa? Lass mal sehen, an Kommandant Leofrick. Ha, der Kerl will es einfach nicht wahrhaben, was? Klar, die Messingklingen haben mich tatsächlich beauftragt, dieses Camp hier zu beschützen. Aber sieh dich doch mal um. Hier gibt es nichts, was sich zu beschützen lohnt. Hierhin werden die geschickt, die vom Leben nichts mehr zu erwarten haben, so wie ich. Der Ort macht seinem Namen alle Ehre. Wie heißt es denn hier? Denn hier gibt es wahrlich keine Hoffnung mehr. Ach, verlorene Hoffnung, stimmt. Deine Mühen will ich dir trotzdem danken. Okay. Eine Hanfrobe. Haben wir die nicht schon? Nee. Konstitution, Wille, Int. Wille brauche ich, glaube ich, gar nicht so wirklich, ne? Doch. Ne, Wille. Okay, also ich brauche eigentlich nur Konstitution und Int. Und der hier hat 2 Int, 1 Konstitution. Und der hier hat 2 Int, 1 Konstitution, 2 Wille.
Ist eigentlich genau das gleiche. Zwei Zaubertempo. Aha. Was ist Präzision? Was macht Präzision? Präzision. Je höher dieser Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass seine physischen oder magischen Attacken treffen. Nö, dann nehme ich lieber Grit. Oder Zaubertempo ist noch cooler. Das war die hier, ne? Ah, das sieht doch schon geiler aus. Gerne nehmen wir die hier. Und der Leofrick hat noch was. Einige Räuber dingfest zu machen. Bitte verzeih mir die Direktheit, mit der ich meine Anliegen an euch richte. Aber du musst unverzüglich zu Quiverons Pfarrhaus im Süden gehen und Baron von Quiveron, den Dritten, und seine Gefolgschaft besiegen. Er nennt sich Baron, ist aber nicht mehr als ein gemeiner Dieb. Seine Bande hat sich im Zweitwohnsitz der bei der Katastrophe ums Leben gekommenen Eolanda Quiveron eingenistet, die ein ehemaliges Mitglied des Scorpio-Kreises ist. Jetzt verschanzen sie sich dort. Seit diese Strolche dort ihren Einfluss geltend machen sich in der Gegend die Gesetzlosigkeit breit. Seit neuestem hört man auch noch vom äußerst verdächtigen Handelsaktivitäten. Verdammt. Wenn ich nur im Vollbesitz meiner Kräfte wäre, ich würde diesen Pack alleine in Garaus machen. Du bist meine einzige Hoffnung, Abenteurer. Alles klar. Gut, dann nehmen wir die Sidequests ja auch noch mit an. Vielleicht liegt ja was auf dem Weg, dann können wir das mitmachen. So, och, guck mal, da noch was. Meine Güte, das ist ja richtig viel hier. Stufe 11, annehmen. Cool. So, jetzt gucken wir mal, wo das ist hier. Arme Hunde. Welche ist das denn jetzt hier? Das hier. Der Lügenbaron. Gucken wir doch mal. Wie heißt das? Der Lügenbaron heißt das. Hier muss das sein, ne? Der Lügenbaron, okay. Ah, da können wir gleich einiges mitmachen. Auf dem Weg hier runter. Das ist ja nett. Wenn ich so, ich habe ja gesagt, ich mache das nicht alles, aber wenn ich jetzt so auf dem Weg irgendwas sehe, na, dann kann man das ja mitmachen. Den Rest mache ich dann offscreen. Passt schon. So, bin ich hier richtig? Muss hier runter? Hier ist halt Felsen, ne? Aber da kann ich wahrscheinlich da hinten rumlaufen oder so. Warte mal. Mücke mal wieder, wie immer. Oh. Der hätte mich fast gesehen, da ist noch einer. Da hinten komme ich hoch. Da hinten komme ich hoch. Dann wird es erstmal richtig gemetzelt hier. Oh, ich habe gleich Level Up. Ach nee, habe ich nicht. Das ist Routine. Okay. Ist da ganz hoch, ne? Naja, schauen wir mal. Wir werden es schon irgendwie finden. Na, da liegt ein Fass. Kann ich mit dem was machen? Ne. Ach hier, guck mal. Kommen die alle auf einmal? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das ist nur ein Handlanger, okay. Tschüss. Ich muss auch Handlanger besiegen. Handlanger, Wachen. Ist doch einer geritten gerade. Ist doch genau gehört. Ach, der schießt auf mich. Oh, ich habe schon wieder keine Mana. Alter, geht das schnell. Das hier ist AE, ne? Das hier ist Reset. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt, das merkt man sofort. Eine Wache. Die Wachen muss ich auch zwei besiegen. Ja, das ist doch optimal hier, dass ihr hier seid, ne? Ja, ist auch klassischer, also muss man sagen, klassische MMO-Kämpfe, wie man sie kennt aus allen anderen MMOs. Oh Gott, hat der eine Range. Allmächtiger. Aber jetzt irgendwelche Gefahr ist jetzt mein Leben nicht, ne? Bei diesen ganz normalen Quests hier. Eine Wache muss ich auch nochmal besiegen. Und ich muss anscheinend die Steine dafür eine Nebenquest rausholen. Das ist doch gut. Wachen haben auch geschossen oder kommen die hierher? Die kommen her, okay. Ich finde das cool mit dem Feuer und Eis immer abwechselnd. Oder ist noch eine Waffe?
Shit. Hallo? Scheiße. Der Baron schießt auf mich. Hallo? Baron? Stirb, Baron. Baron von Quiveron, der Dritte. Geil. Hat der eine Monster-Akku-Range? Oder hat er halt wirklich einfach gemerkt, dass sich seine Lakaien da blatt machen, ne? Zack, tot ist er. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, die respawnen nicht so schnell. Ich muss hier noch die Teile hier looten. 1 von 3. 2 von 3. Hier ist eine Kiste. Schade. Oh oh. Alles klar. Da warten wir wohl noch kurz, ne? Oder wir fangen mit Eis an. Dann fangen wir mal mit Eis an. Der andere hat es gar nicht gemerkt. Das ist ja auch lustig. Ja, der verbrennt, oder? Dann machen wir das so. Zack. Ich gehe noch kurz eins ab. Zack. Ziegel, zack. Ich finde es ja schön, dass man hier nicht looten muss. Das ist eigentlich toll gemacht, aber ich würde das gerne ausschalten. Kann mir vielleicht mal einer sagen, ob das geht? Denn ich habe eigentlich keine Lust. Aber die sind schon wieder da. Ich habe echt keine Lust hier. Ich verpasse das halt alles, ne, was ich hier aufnehme. Ich meine, so wie es aussieht, ist das gar nicht viel. Ja, sehr gut. War das, was auf mich geschossen hat? War das das Viech oder ist da eine Wache? War die noch, eine Wache auf mich aggro? Keine Ahnung. Aber ist auch wurscht. Wir laufen einfach weg. Wir haben ja Sprint. Gott, haben die Aggro-Range hier. Ist ja Wahnsinn. So, verfatzt euch. So, erstmal die Nebenquest abgeben. Ein bisschen Erfahrung abholen. Oh, hier gibt es schon wieder was. Hat mir auch jemand erklärt, das hier heißt, die ist leicht beschädigt. Blau heißt, die, ist, die Rüstung ist noch intakt. So heißt das Kopf. Konstitution, Int, Wille, Präzision. Int, Wille, Präzision. Hat aber ein bisschen bessere Werte. Kopf. Zack. Auf jeden Fall sieht sie geil aus. Ja. Einfach nur eine Brille. Sehr cool. Was, du bist schon zurück? Schon habe ich dazu gedichtet, weil es so schnell ging. Um ehrlich zu sein, ich dachte, du hättest keine Chance gegen die Räuber. Schuldige, da habe ich mich wohl, habe ich dich wohl falsch eingeschätzt. Naja, Hauptsache du lebst, oder? Früher war das Pfarrhaus ein Ort der Stille und Besinnung. Damals habe ich gar nicht geguckt, ob ich da rein kann. Und da oben sitzt eine Mücke drauf, meine Kamera. Geh da weg. Heute nutzen Banditen den Zweitwohnsitz als Versteck und bedienen sich sogar den Namen des Adligen. Tja, die Zeiten ändern sich. Alles ist vergänglich, wie man so schön sagt. Die Situation passt auch hervorragend zu meiner eigenen Lage. Gerade noch himmelhoch jauchzend und dann am Boden zerstört. Du bist allerdings stärker als erwartet. Wer weiß, vielleicht wird ja mein sehnlichster Wunsch auch einmal in einem Typ wie dir, auch einmal von einem Typen wie dir erfüllt. So, das haben wir. C. So, jetzt gucken wir nochmal. Alles. Eins Zaubertempo wieder. Das sind Schuhe. Ja, Crit, Wille, das ist eigentlich egal. Aber die sind natürlich wieder ein bisschen stärker. Haben die eigentlich sowas wie eine Stufe? Wie bei WoW, als ich ein Item-Level sehe. Sehen wir die nochmal an. Ach du Scheiße, sehe ich kacke aus. Guck mal, ich habe Sandalen, Jesus Schlaps, geil. So. Leofrik sucht jemanden, der einen Botengang für ihn unternimmt. Schon wieder. Alles klar.
Danke, dass du dich der Belange der Leute hier angenommen hast. Du siehst ja, in welcher erbärmlichen Verfassung ich bin. Die meisten Gesuche hätten mich wahrscheinlich maßlos überfordert. Wenn du jetzt noch bereit wärst, einen alten Wrack wie mir einen letzten Wunsch zu erfüllen, werde ich dir im Jenseits eine Liege neben mir reservieren. Direkt an den Badeseen aus Lava. Aber genug der Flachserei. Siehst du diesen Dolch hier? Ein bisschen alt, ja, aber macht was her, nicht? Ich würde ihn gerne in den Händen von Fufulupa in Horizon. Ich wüsste ihn gerne. Was meinst du? Nee, der Blunder hat keine besondere Bedeutung. Aber in meinen Händen taugt der Dolch höchstens noch zum Brote schmieren. Da gebe ich ihn lieber jemanden, der ihn vielleicht nochmal im Kampf einsetzen kann, bevor ich hier den Löffel abgebe. Aus dem Grab lassen sich Aufträge nämlich schlecht vergeben. Okay. Ja, hier sind ja mal wieder keine Kristalle, ne? Gut, dann gehen wir das hier noch ab. Das ist eh auf dem Weg. Und dann können wir uns mit dem Kristall doch nach Horizon porten, oder? Denn da ist ein Kristall. Ja, das machen wir dann mal. Wir sollen nämlich noch als für eine Nebenquest Bewerbungsschreiben zu Beringer bringen. Beringer. Ist der da oben drauf, oder was? Da drin wahrscheinlich. Da ist ein Beringer. Zack. Okay. Poppen keine neuen Quests auf. Bin ich zufrieden drüber. Sidequests sind ja jetzt nicht so der Shit. So, und dann müssen wir noch Horizon. Ich hoffe, ich habe das dort schon angeklickt. Kann ich da einfach so hin, wenn ich auf der Map bin oder was? Weiß ich schon gar nicht mehr. Nein. Ich will nach Horizon. 186. Wie viel habe ich denn? Wo steht das irgendwo? Wie viel ich habe hier ganz unten? 6000. Ja komm, dann machen wir das mal. Bevor ich jetzt sinnlos hin und her laufe die ganze Zeit. Ist ja Blödsinn, ne? Gut. Ja. Dann würde ich sagen, hier machen wir einen Break. Ist doch ein schönes Ende für diese Folge. Und nächstes Mal geht's weiter mit der Story Quest. Und dann müssen wir auch so langsam mal nach in den Osten, glaube ich, und unsere Klassenquest weitermachen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.